Ja, hallo zusammen, hier ist der Fluxkompensator 70 mit einem weiteren Gastreplay und hier haben wir wieder ein Arti-Replay mal am Start und zwar auch von meinem Kumpel hier MJ1978 aus dem Clan NGN mit seiner 9er Arti, der Amerikaner M53, M55 auf Küste im 9er, 8er, 7er Gefecht und ist im Süden gestartet und wir haben hier 3 9er, 6 8er, 6 7er darunter, 3 Heavys, 5 mittlere Panzer, 5 Teddys und zweimal die Arti. So, Munitionsverteilung 18 mal AP mit 1050 und 52 Durchschlag, 11,1 Meter Wirkbereich und dann hat er zweimal die Premium HE dabei mit 12,2 Meter Wirkbereich. Ja, gestern bin ich mit dem guten ein bisschen Nachmittag im Zug gefahren, so 2 Stunden. Ja, mal hatte ich gute Runden, also was heißt gut, aber sie gingen und mal eher. Aber so richtig dolle war das gestern auch nicht. Ja, hat so nicht ganz gepasst. So, da haben wir den ersten Hit gesehen auf den CS44. Da gab es noch Stand-Schaden dazu. Was haben wir noch am Start hier? Objekt 263 und Objekt 430. Nachladezeit haben wir hier 34,09, also 34 Sekunden. Einziehzeit haben wir hier circa 5 Sekunden. Die Kanone, also dieser Richtbereich des Winkels ist 30 Grad plus minus, also links, rechts. Dann muss er sich umpositionieren bzw. sich drehen. Ja. Normal fährt das Ding auch 56 vorwärts, aber im meisten stehen wir nur. 14 rückwärts. Dann kriegt er 5 Grad die Kanone nach unten. Wisst ihr mittlerweile. So, da gab es dann schön ein paar Hits hier auf das Objekt 263. Und auch noch Standschaden. Und dann geht das Objekt 263 in die Garage. Mach's gut. Go home. 3:4 steht es. Hier ist 6 Black. Ja, Wiedersehen, mach's gut. Indienpanzer. Ja, kann man mal so nehmen, ja. Bleib stehen. Bleibst du stehen? Will nicht. Okay. Dann gehen wir auf den TD-Hügel. Auch nicht. Ist zugegangen. IS-3 kommt da nicht hin. Ah, da ist der T25-2 offen. Einziehen und schön stehen bleiben. Mal ganz kurz Peaks. Jawohl. Am Heck gesplasht und dann gibt es wieder Standschaden dazu. Nicht optimal, aber immerhin. So, Indienpanzer ist hier ganz mutig. Hier vorne. Aber der zieht da nicht hin. Er zieht weiter auf den TD-Hügel. Er möchte den T25-2 haben. Schuss das raus. Oh, der wird weg sein. Nein, hat gereicht. Da hat der Splash-Radius gereicht. Zweiter Kill. T25-2 rausgenommen. Und sind wir 1153 Damage. 1400 und 11 Stand-Schaden. So, 6:5 steht es. Gizor steht dahinter. Was war denn das? Eine schöne Super-Hackett war das, ne? Die da vorne steht. Ja, die kann da mal so. Auch nicht. Okay, dann doch Gizon. Nein. Keine Ziele, keine Ziele. OT20. Komm da weg, du Feigling vom Stein. Komm weg. Weiter vor.
Noch ein Stück. Der steht bestimmt schon vorne am Stein. Bestimmt. Ah. Ja, schade. Nur 97 angekratzt. Und dann gibt es eben noch Stenchan dazu. Hälfte der Hitpoints hat der T20 mal davon gelassen. So, Objektfinder 30, will hier T25 AT rausnehmen. Ja, aber hier, er hat noch 8 Sekunden Nachladezeit, 7, ne? Tja, ist natürlich rausgegangen, ist klar. Oh, nicht ganz eingezielt und trotzdem schöner Splash-Schaden. 306. Naja, da war auch schon richtig, da war schon richtig. Die M12 steht da schon. Das war schon fast richtig. So, schön einziehen. Und... jawoll. M12 ausgeschaltet. Dritter Kill. War nicht anders zu erwarten. 10 zu 8 steht es. 1556 Damage, 1910 Stenchan, 819 Aufklärungsschaden. So, wo so geht was auf? Objekt 34. Oh, jetzt mal. Na! Lass doch den Felsen heile. Der Schuss war leider nix. Macht der Nixe. SDR1. Ach, was hat der mich gestern geärgert? Volltreffer, mach's gut. So, das war Revanche für ihn gestern. So, meine Güte, in mehreren Gefechten ging mir dieser ST1 auf den Sack. Und da warten wir sogar ein Gefecht, wo wir zwei hatten. Im Platoon. Oh, die haben genervt. Kommst du nicht durch? Treffen immer. So, vierter Kill war das. 12 zu 8 steht es. Wir sind bei 1556. Damage, 1910 Aufklärungsunterstützungsschaden und 819 Stenschaden. So, 101. Kommt da nicht hin? Ja, ehe eingezogen ist, ist er zugegangen. So, das Pardon und mach's gut, tschüss. Ja, Volltreffer, voll auf die Mütze. Fünfter Kill, erstmal die gegnerische M55 rausgenommen. Da kommt er nicht drauf. Ja, wenigstens beide noch ein bisschen anhusten. Genau. IS-3 nochmal 300 abnehmen und 122 der Su-101. So. Was macht der IS-3 da? Flüchten?
will sie ISO-K rausnehmen hier. Die ISO 152K. Und? Oh, schade, schade, schade. Er wäre es der Krieger gewesen. Aber die IS-3 konnte rausgenommen werden. Oder der IS-3, je nachdem, wie ihr es haben wollt. So, und dann sind wir noch im letzten hier. Da kommt da nicht ganz hin mit der Su-101. Ja, dies gibt's Geschichte und wir sehen uns in den Stats. So, dann kommen wir zu den Stats. Ja, wie ihr seht, habe ich das Replay hochgeladen für ihn. Und Überschrift ist nur meine eigene, aber ich muss einen Unterstrich mehr, weil die Überschrift ist von einem anderen Replay, ne? Ja, leider ist es nur erste Klasse geworden. Schade. Ja, ich glaube, IS-3. Hätte die IS-3 rausgenommen, wäre es ein Ass gewesen. Bestimmt. Weil vom Damage her war es soweit. Okay, dann kommen wir mal zur Auswertung. Dann haben wir hier noch Schläger, Kämpfer, 56.087 Credits. Dann XP kommen wir später, 25 von Online. Dann haben wir hier For Counter, Battery Fire. Das ist für das zwei Artis Counter, ne? Und rausnehmen. Dann gibt mein Team Score 3506 Damage, 5 Kills, 1094 Basis XP. Und dann gehen wir in den Report rein. 13 Mal geschossen, 4 Mal getroffen, 1 Mal durchschlagen. 12 Mal Splash, ja, ST1 hier. Den hat er bestimmt volle Wolle genommen. Ja. Und dann haben wir hier noch Unterstützungsschaden 1110 und Standschaden 819. Das macht zusammen kombinierter Schaden von 6235. Ja, und letzten hat er eine Assrunde gehabt und da hat er nur glatte 6000. Also es lag hundertprozentig, also naja, was heißt hundertprozentig? Aber ich glaube, IS-3, hätte die rausgenommen, wäre es ein Ass gewesen. Ist auch egal, gefahren ist er nicht viel. Ja, konnte auch Gott sei Dank da stehen bleiben. Ja, dann haben wir hier 37.391 Credits. Dann abzüglich Munition kommen wir raus hier 31.777 Credits haben wir raus. Ja, das kommt durch Siebbonus hier mal. Wird ja anders gerechnet bei Wargaming. Ja, das Ganze hat gedauert 10 Minuten 41 und dann gab es die Basis-XP mal 2 für den ersten Tagessieg. Und dann haben wir hier die 3.282 XP und 162 freie Erfahrung. Ja, schöne nette Runde. Mal wieder schöne Arty-Time. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, ciao, bis zum nächsten Mal.